Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Mir ist gerade etwas nicht so Tolles passiert. Ich habe gespielt und eigentlich einen Let's Play Part schon aufgenommen. Aber, nebenbei ist dann irgendwie was gefailt. Und zwar habe ich die Aufnahme beendet. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Vielleicht hat es mein Laptop auch einfach nicht mehr gepackt. Ich kann ja mal erzählen, was so in der Zwischenzeit passiert ist. Es ist eigentlich nicht so viel passiert, muss ich sagen. Wir haben nur hier so einen komischen Raum entdeckt, wo nichts drin ist. Und sie dort einfach reingeht. Ja. Und wir haben ein paar Leute abgeschlachtet und und meine Person, also die Hauptperson vom Spiel, die wird jetzt hier irgendwie als Held angesehen. Und wir hatten so kleine Unterstützer, Leutchen. Ja. Das war eigentlich schon alles, was eigentlich passiert ist. Wie gesagt, viele Leute abgeschlachtet. Ich habe ein bisschen gefällt beim Reden, weil ich heute schon einige Vorlesungen hatte. Wie beispielsweise auch Einführung in die Informatik, wo man viel mit Nullen und Einsen umgehen muss. Und als ich das damals gehört habe, dachte ich so, das soll irgendwie ein Scherz sein. Also in Informatik macht man bestimmt was anderes, aber tja, ich habe es jetzt miterleben können und wie es scheint, ist es wirklich so. Also ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Das ist schon lustig. Naja gut, auf jeden Fall. Was habe ich noch zu sagen? Ich habe ziemlich viel Studium in der letzten Zeit gehabt und ich muss sagen, das gefällt mir auch sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit dem Studium derzeit, auch wenn es ein bisschen langweilig ist. Also kann passieren, ist aber nicht so schlimm. Da muss man durch und wenn dann die guten Sachen kommen, dann ist man umso mehr, ja, enthusiastischer, würde ich mal sagen. Weil dann kommt ja genau das, was man dann auch machen möchte und in Zukunft dann auch später durchführen kann. In seinem Beruf oder ja, privat halt, ne? So wie ich das manchmal gerne mache. Ich muss sagen, ich nutze derzeit die Studentenversion von Cinema 4D. Cinema 4D ist ein ziemlich cooles Modeling- und Animationsprogramm. Und da mache ich ab und zu mal ein paar kleine Sachen und freue mich darüber, wie sie aussehen. Lerne dazu, guck mir einige Videos an. Aber Nachteil daran, wenn man es hobbymäßig macht, es frisst Unmengen an Zeit, wenn man es wirklich gut können möchte. Und ich möchte es eigentlich auch gut können. Ich glaube, ich habe mich heute insgesamt 2 Stunden dran gesetzt, wenn nicht sogar mehr, und habe da mal so ein kleines Bildchen gezaubert. Ja. Oh. Durchgekattet. Okay, und jetzt runter von dem Ding. Oh ja, von dem Luftschiff, genau. Oh oh. Wir stürzen ab. Oh nein, sag bloß, wir sind auf der falschen Seite jetzt. Oh, sag bloß, wir sind auf der falschen Seite. Oh, bitte, nein. Oh, oh, da können wir hoch. Komm, 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 greif, greif. Da war doch gerade greifen. Da können wir nicht einfach dort landen. Okay, vielleicht schaffen wir es noch auf die andere Seite. Wenn nicht, dann glaube ich, endet das nicht so gut. Oh, die Welt wird schon schräg. Beziehungsweise das Luftschiff. Hallo. Greifen. Ach, wir haben es geschafft. Oh. Oh, wir verfolgen das gleich. Das ist ja mal cool. Wo ist denn die Explosion? Ach so, wir sind ja in der Luft. Na, okay. Entschuldigung. Sorry, Leute. Da habe ich mich ein bisschen verschluckt beim Reden. Ja, das kann nicht jeder. wo müssen wir jetzt eigentlich hin? So, keine Ahnung. Ach, was mir noch eingefallen ist. Ich habe was vergessen einzufügen bei der... Beim zweiten Part, glaube ich, bei Let's Play Dead Space RPG, falls ihr das
schaut. Also ich muss sagen, das ist echt ein cooles Spiel. Was machen wir hier eigentlich? Wir sind nur am Rumgleitern. Wir können hier nicht mal hoch. Und da habe ich eigentlich vergessen, so ein, ja, Funny Gag einzubauen, sage ich mal, an der Stelle. Oh, wo können wir denn hier lang? Ja, das hat uns jetzt wenig gebracht. Und zwar war da eine Stelle, da habe ich mich allerernstens vor einem Textfeld erschrocken. Ja, ich habe mich vor einem Textfeld erschrocken und da hätte man so eine Art Achievement eigentlich mit einbinden können. Das fände ich ganz lustig. Aber naja, gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf übernächste Woche. Oder nächste Woche, ich weiß es gar nicht so genau. Oh, wir können jetzt da rein. Und zwar startet ja dann unser Let's Play Together. Beziehungsweise einfach mal so ein Koop-Let's Play mit Adaption LP. Habe ich schon in den anderen Videos angekündigt, aber einfach nur mal, damit ihr es nochmal wisst. Die Tore sind offen. Holen wir uns ihre Köpfe. Ja. Holen wir uns ihre Köpfe, und zwar im nächsten Part. Ja, ich hoffe, das wird nicht allzu brutal dann werden. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt das gerne liken, wenn ihr wollt. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch einfach mal. Vielleicht schadet es euch nicht. Und vielleicht aber doch, aber ich denke mal eher nicht. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal, wenn der Spoon mal wieder Scheiße labert. Reingehauen.